Hallo und herzlich willkommen zu den Channel News für Dezember, beziehungsweise für den vergangenen Dezember 2014, das vergangene Jahr. Ein bisschen verspätet, das bitte ich zu entschuldigen. Und dieses Mal nicht mit mir in der Cam, sondern mit einer Welt, einer Bivus Tech Pack Welt, um genau zu sein. Nämlich meine Privatwelt, die jetzt aber auch schon lange nicht mehr gespielt habe. Grund, ich bin gerade nicht ganz so vorzeigbar. Da musste ich kurz husten, genau aus dem Grund nämlich. Mich hat es nämlich so ein bisschen erwischt. Die letzten stressigen Wochen haben dann jetzt doch ihren Tribut gezollt. Und ich bin eigentlich ganz froh, dass ich dann die letzten zwei Tage sogar noch geschafft habe, die Aufnahmen für die nächste Woche Bivus Tech Pack machen zu können. Und ja, wie gesagt, dann habe ich mir gedacht, machst du das mal hier mit? Und lauf dabei so ein bisschen rum. Ich glaube, die Welt habe ich noch nie gezeigt. Das hier ist der kleine Barnyard, von dem ich schon mal erzählt habe, glaube ich, den ich meinen eigenen nennen darf. Schön ringsherum mit Feldern. Und ich laufe jetzt hier, wie gesagt, ohne groß zu erklären, herum. Ihr könnt es euch ein bisschen angucken und halt, sonst geht es, wie gesagt, um die Channel News. Ja, der Dezember ist vorbei. Das Wachstum auf dem Hauptkanal waren 23 neue Zuschauer. Auf dem Herr Okami LP 9 neue Zuschauer. Herzlich willkommen im Rudel. Ich hoffe, es gefällt euch hier und ja, es ist doch ganz schön, dass der Wachstum etwas steigt. Was die Views angeht, haben wir auf dem Hauptkanal 5312 oder ihr 5312 mal geklickt. Wie gesagt, für die, die das hier zum ersten Mal gucken, es geht ja rein, mehr oder weniger rein um die Statistik. Es ist eigentlich nur mal so ein Überblick zu machen für euch, was sich da so tut. Das heißt 171,4 pro Tag, es steigt langsam wieder an. Es kommt anscheinend so langsam wieder durch, dass der Kanal wieder regelmäßig Videos bekommt. Dafür bekommt er jetzt halt der andere weniger und ist ja halt auch noch in der Umbauphase. Was die Formate angeht, beim anderen waren es 416, sprich 13,4 pro Tag. Wie gesagt, kleiner ist ein bisschen runtergegangen. Ansonsten neue Projekte gab es auf keinem Kanal. Kommende Randoms haben wir keine. Zumindest auf dem Hauptkanal keine Randoms, die ich im Moment geplant habe. Auf dem Zweitkanal, der dann für halt Let's Plays, Let's Tests und so weiter in erster Linie genutzt werden soll, da wird, wenn ich es hinkriege, jetzt die ersten Game-Mix-Sachen kommen. Im kommenden Monat, das habe ich mir zumindest, im Januar jetzt, das habe ich mir zumindest vorgenommen, damit der auch wieder Videos bekommt und halt so langsam dort das Programm Einzug hält. Ah gut, hier habe ich das so gemacht, jetzt wissen wir es auch für die andere Welt. Ihr werdet wahrscheinlich im Video das noch nicht, wenn ihr das jetzt noch nicht wissen, was ich damit meine. Ja, auch beendete Projekte, wie gesagt, gab es auf keinem. Jetzt im Januar wird Half-Life 2 beendet sein. Da laufen jetzt die letzten Folgen. Und was gab es sonst so? Besten Videos sind wie im Vormonat auch. Tinkers Construct die Schmelze und auf dem anderen Captive Minecraft 2 Folge 11. Nicht Dodge sein Apfel. Etwas Besonderes gab es auf dem Hauptkanal nicht eigentlich. Jetzt nichts weltbewegend Besonderes. Auf dem Zweitkanal gab es 100 Abonnenten. Die 100 Abonnenten sind überschritten worden. Da freue ich mich richtig drüber. Das freut mich sehr. Auch vielen Dank an die, die da das direkt mitgekriegt haben oder auch in Kommentaren gleich sich zugeäußert haben und dazu gratuliert haben. Vielen, vielen Dank dafür. Das freut mich sehr. Das freut mich sehr. Ja, viel gibt es nicht zu sagen. Man merkt, glaube ich, auch, dass ich nicht so ganz mit dem Kopf da bin. Aber ich glaube, das ist auch ganz gut, dass ich das so mache. Ja, da leckte es mal ganz kurz. Immer so, wie gesagt, dass man hier so mal die Welt zeige. Wollte ich ja schon immer mal zeigen. Wenn ich mal wieder dazu komme, hier die weiterzumachen, gibt es da mit Sicherheit auch mal eine nette Show. Aber ich glaube, man sieht schon, was hier alles geschehen ist und auch wie viele Felder wir hier haben. Das, ja, ähnlichen Weg sind wir ja auch im Let's Play inzwischen. Mensch. Sonst gibt es nicht viel zu sagen, außer ich hatte überlegt, ob ich so
Revue-Pass-Video mache, so nach dem Motto, das vergangene Jahr 2014. Auch nochmal ein frohes neues Jahr an alle an dieser Stelle. Was da alles geschehen ist und so weiter und so fort. Hatte ich überlegt, habe es leider aus zeitlichen Gründen nicht geschafft und ich glaube, da hätte ich auch so viel zu erzählen und zu reden. Im Endeffekt kann ich eigentlich nur eins sagen, vielen Dank an euch alle, an dich da gerade vorm Bildschirm, wo auch immer, auf welchem Medium du das hier auch immer guckst, was willst du denn? Denn ohne euch gäbe es das hier nicht und ihr glaubt gar nicht, was das dieses Hobby auch für eine Bedeutung doch für einen persönlich hat. Und dabei geht es dann nicht mal um, wie viele Abonnenten gibt es, wie viele Views, bla, sondern einfach um den die Community, den Rückhalt, die jetzt vor allem die Community, die jetzt langsam wieder wächst, das mit dem Kanal, dem Hauptkanal, da gab es ja die Probleme, was ja der ein oder andere weiß, dass ich da wirklich Angst und Bange war. Darum ja dann der Start des neuen Kanals, um aufs Nummer sicher zu gehen und so weiter und so fort. Und ich bin euch wirklich dankbar für eure Unterstützung und für Kommentare etc. Vielen, vielen Dank an euch und auf ein schönes Jahr 2015. Ich hoffe mit tollen Projekten, die euch auch gefallen werden. Vivos TechPack wird auf jeden Fall Bestand behalten. Das macht im Moment auf jeden Fall genug Spaß. Und ich habe so 2-3 Sachen, die ich jetzt im Januar vielleicht umsetzen möchte, wenn ich es hinkriege. Alles zeitlich, das ist immer so gesehen zeitlich, ob ich es schaffe oder nicht. Da muss ich auch noch, was bei 2 angeht, die Publisher nerven. Das ist ja nicht der Publisher, sondern die Publisher, die das Spiel. Boah, ich hasse. Mann, wo hat der mich denn hingeschossen? Okay. Gut, könnte auch ein bisschen daran liegen, dass ich so ein bisschen die Sprungstiefel habe. Ich habe hier nämlich so die Tinker-Sachen. So nach dem Motto, Icarus seine Flügel, also die Traveler's Wings. Oh, hat der mich gerade verjagt. Boah, gut, dass das kein normaler Creeper war. Da hätte ich jetzt auch geflucht, das glaubt mal. Ja, noch einmal vielen Dank, wie gesagt, für eure Unterstützung, die Zusprache auch da, wo es die Probleme gab und alles. Und ich sag mal so, wenn ich es zeitlich geschafft hätte, hätte ich es, wie gesagt, mal gemacht. So ein Rückblick-Video. Muss ich da aber ganz klar zugeben, inspiriert auch durch das, was Gronkh da macht, diesen Let's Rutsch, wie er es nennt. Weil es ist doch mal eine ganz nette Sache. Aber leider das zeitlich nicht geschafft. Nun gut. Nochmal vielen Dank an euch alle und ich hoffe, die kleine Welt hier hat euch mal gefallen. Noch ein kleiner Hinweis, so sieht das hier aus mit Waypoints. wo wir gerade Gronkh gesagt haben, das muss ich jetzt noch mal. Ich habe gedacht, hier kannst du dir ordentlich Sand holen. Da kannst du natürlich auch, danke an die Kommentare, wo stand, wie ich es auch über maschinell herstellen kann aus Cobblestone. Ich gedacht, die nennst du einfach mal so, wo ich hier auf der Suche war. Fürs Stop, da hat es alles mal angefangen in ein. Und ja. Upsala. Ja, kommt wieder zurück. Also nochmal vielen Dank fürs Einschalten. Vielen Dank für das vergangene Jahr und auch hoffentlich ein schönes kommendes Jahr. Ihr seid wirklich klasse. Tschüss.